die waren schon weg, als ich ankam. Haben den Käfig aufgesammelt und sind auf und davon. Jetzt hängt es an uns, dieses Buch zu holen. Natürlich muss ich nicht, aber naja, es scheint sehr wichtig zu sein. Und auch wenn es vielleicht nicht wichtig ist, diese dunklen Typen wollen das Buch haben. Besser wir holen es aus dem Keller, bevor die es in die Finger bekommen, oder? Dann hilf mir eben nicht. Flieg doch nach Hause. Aber sag meinen Eltern nichts. Undankbares Federvieh. Ja. Eieiei. Also, Ivo wird jetzt beschattet, scheinbar. Wir müssen das Buch holen. Und Wilbur ist unterwegs nach Seefels. Das ist das Haus von MacGuffin. Das ist Cheep Cheep. Der Vogel heißt Cheep Cheep. Ich brech zusammen. Hast du eine Idee, welches Artefakt so mächtig sein könnte, dass es einen zum Herrscher der Welt macht? Nein, das ist im Meer versunken. Nee, der wurde wieder in das Feuer geworfen, in dem er geschmiedet wurde. Nein, ich habe auch keine Ahnung. Es muss irgendetwas sein, das keiner auf der Rechnung hatte. Etwas, nach dem niemand gesucht hat. Im Buch des Gremlins wird es stehen, wenn ich es doch nur schon hätte. Nein, der wurde in das Feuer zurückgeschmissen, aus dem er gemacht wurde. Hey, diese Anspielungen in diesem Spiel sind wahnsinnig geil. Warum macht dir die Vogelscheuche keine Angst? Ja, sicher, als ob. Normalerweise bist du der Erste, der die Flucht ergreift. Mach's gut, Kleiner, und stell nichts an. Cheep, cheep. Oi, 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 oi. Hier sind aber viele Untersuchungen vonnöten. Eine zerrissene, windschiefe Vogelscheuche. Die Kleidung ist von Mäusen zerfressen, aber der Hut hat was. Eine Vogelscheuche, die nicht einmal Cheep Cheep Angst macht, ist eindeutig nicht zu gebrauchen. Gucken wir mal in das Gestrüpp da hinten. Unter dem Gestrüpp steht ein Stein. Irgendetwas steht darauf, aber ich kann es nicht erkennen. Könnte ein kleiner Grabstein sein. Ich kann das Gestrüpp nicht mit bloßen Händen entfernen. Es ist sehr dicht und hat Stacheln. Haben wir das Schwert noch? Ne, wir haben momentan gar nichts im Inventar. Also da brauchen wir irgendwas. Da ist eine Gießkanne. Eine alte Gießkanne aus Metall. Selbst für Gremlin-Verhältnisse ist sie klein. Nimm hin. Ich bezweifle zwar, dass wir damit das Gestrüpp wegmachen können, aber wer weiß, wofür es gut ist. Mach jetzt mal den Brunnen an. Das Grundwasser ist in dieser Gegend nur ein paar Meter unter dem Boden. Vermutlich ist der Brunnen nicht viel tiefer. Das Brunnenseil ist an der Winde befestigt. Es sieht nicht sonderlich reißfest aus. Das Brunnenseil ist an der Winde befestigt. Hm, okay. Das geht verdächtig leicht. Das Seil ist gerissen und der Eimer dürfte am Grund des Brunnens liegen, dort, wo er niemandem hilft. Oh nein. Aber im Prinzip können wir doch die Gießkanne dranhängen, oder? Das sollte halten. Probieren wir es mal. Lass mich raten, jetzt reißt das Seil. Nee. Hat funktioniert. Damit habe ich eine Gremlin-Gießkanne voll Wasser. Und wir haben keine Ahnung, warum. Nein, wir wissen warum, aber wir wissen nicht wofür. Einige gestapelte Holzscheite. Mit so einem kleinen Vorrat wird MacGuffin nicht durch den Winter kommen, nicht mal durch den Herbst. Drei sollten reichen.
Ein auf dem Kopf stehender Blumentopf aus Ton. Drunter gucken. Darunter liegt ein Stein. Das dürfte ein Feuerstein sein. Ich stecke ihn ein. Vermutlich wollte der Professor verhindern, dass der Stein nass wird. So lässt sich bestimmt ein Feuer machen. Aber ich mach doch da am Grabstein kein Feuer. Das kann man doch nicht machen. Wer macht denn sowas? Das ist eine primitive Mühle, würde ich sagen. Man kippt Getreide oben ins Loch und dreht den oberen Stein. An den Seiten kommt dann das Mehl heraus. Das ist eine primitive an den Seiten. Jo. Ein großer gemauerter Kamin. Die Öffnung des Kamins zeigt nach außen, nicht ins Innere des Hauses. Das ist etwas ungewöhnlich. Es macht aber Sinn, wenn der Professor im Inneren des Hauses kein offenes Feuer haben will. Wenn MacGuffin im Haus viele brennbare Gegenstände hat, will er dort vermutlich kein offenes Feuer und Funkenflug. Und die Wärme dringt auch durch die Wand ins Haus. Wenn MacGuffin im Haus viele brennt und die Wärme... Okay. Nun, dann machen wir doch mal Feuer. Die werden einige Stunden brennen, wenn sie erst mal brennen. Ja, den Feuerstein haben wir ja auch. Ich kann doch mit einem Feuerstein nicht direkt Holzscheiter anzünden. Ich brauche etwas leicht Entflammbares, um das Feuer in Gang zu bringen. Ja, aber erklär mir doch erstmal, warum du da ein Feuer machen möchtest. Oder warum wir eine Gießkanne voll Wasser haben. Ein drehbares Metallgestänge. Man kann Töpfe oder etwas in der Art einhängen und dann über das Feuer im Kamin schieben. Ich sollte erst einmal etwas dranhängen. Damit könnten wir das Wasser in der Gießkanne heiß machen. In Ordnung. Die Gießkanne mit dem kalten Brunnenwasser hängt am Gestell. Haha. Ich mache all möglichen Zeug, wovon ich nicht weiß, warum ich es mache oder wofür ich es mache. Eine gewagte Konstruktion. Und wie das ganze Haus ziemlich windschief. Sieht nicht so aus, als würde er noch lange halten. Seltsam. Vor das kleine Fenster ist eine Holzblende montiert worden. Es sieht aus, als könnte man die Blende hochklappen, hängt nur ziemlich weit oben. Seltsam. Es sieht aus... Ach, da kommst du nicht ran? Mensch, Elfe. Du enttäuscht mich. Ach, vielleicht... Ne. Nun, dann gehen wir rein. Ah, hier gibt's auch so viel zu gucken. Was zum Henker ist das denn? Ein Kasten mit einer Art Glasauge. Er scheint genau vorm Giebelfenster zu hängen. Keine Ahnung, wofür der gut ist. Was zum Henker ist das denn? Keine Ahnung, wofür... Wie haben sie sich mit... zweifachen Texten wohl zurückgehalten. Das ist die Rückseite des Kamins. Wenn MacGuffin Essen aufwärmen wollte, musste er es nur in einen der beiden kleinen Kachelöfen schieben. Ein Holzzuber. Etwa halb voll mit Wasser. Na toll, darin schwimmt die Wäsche des Professors. Weiße Hemden, graue Socken, rote Unterhosen. Ein Holzzug. Na toll. Typisch Junggeselle. Alles liegt durcheinander. Teller, Töpfe, Becher. Und an allem klebt eine Mischung aus Staub, Fett und toten Fliegen. Schön. Ich räume hier garantiert nicht auf. Warum hat das der Geselle des Gremlins nicht gemacht? Der wurde doch geschnappt, oder nicht? Eine Standard-Leuchtqualle, wie man sie hier überall findet. Diese hier leuchtet allerdings nicht mehr und wird es auch nie wieder. Leuchtquallen sind eigentlich genügsame Tiere. Sie brauchen Wasser und ab und zu etwas Futter.
Ich schätze mal, dieser hier hat seinen letzterem gefehlt. Ein kleines silbernes Schild. Ein kleiner altertümlicher Schild. Die Innenseite ist blank poliert. Das scheint der Rahmen eines Spiegels zu sein. An den Rändern hängen noch einige Stücke Spiegelglas. Der Spiegel ist so gedreht, dass er den Kamin zeigt. Seltsam. Das scheint der Krug eines Zimmermanns. Vermutlich lohnt eine genauere Untersuchung nicht. Na, wer weiß. Steinsäule? Was hat er alles für Kram hier in seiner Bude? Sieht aus wie ein Sockel für eine Statue. Er ist aus Stein und mit seltsamen Schriftzeichen bedeckt. Eine steinerne Truhe, die in einer Holzkiste steht. Die Holzkiste sieht sehr billig aus. Es könnte sich um eine Lagerkiste handeln. Die Steintruhe ist verziert und auf ihr stehen Schriftzeichen. Ich kann sie nicht lesen. Oben auf dem Sockel gibt es eine sechseckige Vertiefung. Vielleicht die Halterung für eine Statue? Oben auf dem Sockel gibt es eine sechseckige Vertiefung. Okay, aber wir haben nichts Sechseckiges. Was soll schon passieren? Genau. Sand. Kommt es mir nur so vor oder ist es hier gerade wärmer geworden? Die Lade ist bis oben mit feinem Sand gefüllt. Keine Ahnung, ob da sonst noch etwas drin ist. Ich kann den Sand ja schlecht Korn für Korn durchwühlen. Die Lade ist bis oben. Ich kann den... Durchsuch den Sandmann! Also, nicht den Sandmann durchsuchen, sondern den Sand. Mann. Da ist eine Holzschachtel. Eine kleine Holzschachtel? Sieht nicht antik oder allzu wertvoll aus, aber trotzdem eine schöne Arbeit. Aufmachen. Gleich aufmachen. Reinspionieren. Sie ist abgeschlossen. Okay, das macht's einfach. Öffnen. Sie ist abgeschlossen. Okay. Du wiederholst dich, Elfin. Was ist das da oben? Der Schädel eines Drachen. Könnte ein Hornschwanz gewesen sein. Bösartige Viecher. Aber heute gibt es kaum noch welche. Die letzten ihrer Art arbeiten heute beinahe ausschließlich als Lasttiere. Sie haben ihre Bösartigkeit verloren, aber auch ihren Stolz. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als die Drachen mächtig waren. Das war vor vielen Jahrhunderten, bevor ihnen durch Magie ein fremder Wille aufgezwungen wurde. Als sie erst einmal kontrolliert werden konnten, sind sie von beiden Seiten zu Hunderten auf die Schlachtfelder geführt worden. Kaum einer von ihnen hat das überlebt. Tja. Es ist wirklich ein sehr trauriger Aspekt des Ganzen. Aber naja. Holzschachtel geht nicht ein in den Steinkopf. Ein seltsamer Steinkopf. Er ist ziemlich grob behauen, hat aber auch einige feine Verzierungen. Vielleicht ein Mitbringsel des Professors von einer seiner Forschungsreisen. Es tut mir leid, liebe Leute. Ich möchte mir wirklich, so gut es geht, alles angucken, was hier rumliegt. Ein großes, handgeschriebenes Buch. Es sieht aus, als wäre es häufig benutzt worden. Es ist das Tagebuch des Gremlins. Vielleicht finde ich hier Hinweise auf den Keller. Mal sehen. Wer hätte jemals gedacht, dass es jemandem wie mir, einem alten Archäologen, zufallen würde, diesen Wahnsinn zu stoppen? Und den Schlüssel dazu fand ich nicht etwa auf einer meiner Expeditionen, nicht in dunklen Kerkern oder feurigen Bergen. Nein, in einem alten Buch habe ich den Hinweis entdeckt. Er muss das Buch meinen, das im Keller versteckt ist und in dem sich die Hinweise auf den Aufbewahrungsort dieses Artefakts befinden. Die Aufzeichnungen enden mitten im Satz. Ich frage mich nur, warum ich noch nichts von Erzmagier Alistair gehört habe. Schon gestern früh habe ich Bechtel mit der Botschaft losgeschickt. Hoffentlich ist ihm... Das war der letzte Eintrag.
Vor diesem Eintrag gibt es aber noch einige andere. Was steht hier zu Anfang auf der Seite? Ich habe heute die Bücher untersucht, die ich aus dem Grindelgebirge mitgebracht habe. Darunter auch ein Buch über Kräuter und Tinkturen. Ein altes Kräuterweib behauptete, ich würde darin Rezepte gegen meine kalten Füße finden. Eine einzige Enttäuschung, nur abergläubisches Geschwätz von Froschaugen und Wollsocken. Ich wollte das Buch schon verfeuern, als mir auffiel, dass der Band noch mehr beinhaltete. Eine verstörende Geschichte über das tragische Verhältnis eines Zauberers zu seinem Hausschaf Boris, sowie den Reisebericht eines Feenforschers. Im Reisebericht wurde geschildert, wie der Forscher auf der Suche nach unbekannten Feenstämmen auf einer Insel in der Westsee strandete. Er hat einige sehr schöne Zeichnungen von Tempelruinen angefertigt, die dort auf der Insel zu finden sind. Ich werde mir einen Spaß daraus machen und die von ihm abgezeichneten Runen übersetzen. Der nächste Eintrag wurde 2 Tage später gemacht. Es ist nur schwer zu lesen. Der Gremlin scheint sehr aufgeregt gewesen zu sein. Es muss der Eingang sein. Der Zorn der Götter ließ den Tempel im Meer versinken. Natürlich. Aber nicht alles. Nicht alles. Bei den Göttern. Meine Hände zittern. Und das, obwohl Bechtel mir einen Tee mit beruhigenden Kräutern gemacht hat, bevor er losgezogen ist. Der gute Bechtel. Er hat ja keine Ahnung, wie bedeutend meine Entdeckung ist. Ich habe ihn zu Meister Alistair geschickt, dem Erzmagier der Menschen. Er soll ihm einen versiegelten Brief geben. Morgen, schon morgen wird Meister Alistair hier sein und ich kann diese schreckliche Verantwortung von meinen Schultern laden. Ich werde kein Auge zutun können. Als nächstes folgt der letzte Eintrag, den ich vorhin schon gelesen habe. Mehr steht dort nicht. Ach, Herr Jemini. Ich glaube, das sind Dinge, die der Professor für seine Ausgrabungen benötigt. Pinsel, eine kleine Schaufel, ein Sieb. Nimm hin. Ivo, nimm hin. Ich stecke das Sieb ein. Der Rest sieht ziemlich unbrauchbar aus. Mit dem Sieb können wir doch aber eigentlich mal den Sand hier durchforsten. Da ist etwas drin. Ein kleiner Messingschlüssel. Aha. Mit dem versuchen wir mal die Kiste aufzumachen. Ist ja fast schon zu einfach. Mal sehen. Im Kästchen liegt ein Stück Papier. Der Zettel ist eng beschrieben. Deus ex machina. Der Geist in der Maschine, lautet die Überschrift. Da ist auch eine Zeichnung von einer Steinfigur. Zu ihren Füßen steht eine Schüssel mit einer Flüssigkeit. Mal sehen. Der Geist in der Maschine kennt alle Geheimnisse dieses Hauses, steht hier. Bla bla. Fülle den Treibstoff in die Schale zu Füßen der Maschine, um den Geist zu wecken. Treibstoff? Ah, hier. Mahle die Bohnen und kippe das Pulver in kochendes Wasser. Fülle den Trank dann in die Schale. Das hatten wir schon. Die Bohnen erhältst du aus der Maschine. Seltsam. Eine Maschine, die alle Geheimnisse des Hauses kennen soll? Was für eine Maschine? Das könnte sich mir mit diesem... Könnte mit diesem Socke hier noch zu tun haben. Oder, da ist doch noch... Moment, da Bücher, sind noch Bücher über Bücher. Die meisten sind uralte Schinken. Sie sind in allen Sprachen der Welt geschrieben, wie mir scheint. Das Buch, von dem MacGuffin erzählt hat, ist im Keller versteckt. Diese Bücher hier interessieren mich nicht weiter. Sieht aus wie ein uralter Sarkophag. Seltsam. Hier an der Seite sind Scharniere wie bei einer Tür. Tja, dann machen wir ihn mal auf, wa? Schade, nur eine stinkende Mumie. Was haben wir hier? Was tust du, Mortimer? Was zum... Habt ihr... Hast du gesprochen? Hä? Du... Sprichst? Ich? Nein. Doch.
Ganz offensichtlich. Was ist offensichtlich? Na, dass du sprechen kannst und es auch tust. Aber selbstverständlich. Aber eben meintest du, du würdest es nicht. Warum bist du so komisch, Mortimer? Ich bin nicht Mortimer. Wo ist Mortimer? Heißt MacGuffin der Gremlin-Archäologe, der hier lebt, so? Wie? Mortimer. Ja? Du heißt Mortimer? Aber nein! Ich glaube, wir beenden das Gespräch an dieser Stelle. Ich glaube, du wirst langsam tüttelig, Mortimer. Na toll. Vermutlich gibt es nur wenig Sauerstoff im Sarkophag. Was? Befrag ihn doch! Wie jetzt? Randa, aufmachen! Es muss wohl sein.